Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber, bei Mafia 2. Ja, wir haben die Anfangsszene hier schon ein bisschen übersprungen, damit wir ja direkt hier loslegen können. Und dann jetzt hier live dabei. Peter? Da blinkt irgendwas auf einmal. Da soll man wohl hingehen. Nach wie vor ist Mafia immer noch ein super tolles Spiel. Was ist denn da? Da gibt es sogar Kleidung. Aber wir wollen erstmal in die Straße rein und unsere Familie besuchen. Heißt besuchen, wollen wir da einziehen. E öffnen. So, jetzt geht's los hier. Skaletta. Da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedacht, ich dich nie wiedersehen. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito. Hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Oh. Komm her. Ich bin so setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppa di pollo. Ist gut für dich. Suppa di pollo, Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Erst beten, genau. Benedici, Signore, questo cibo, che per la tua bontà stiamo per prendere. Vedi anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi la tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir dein Bett gemacht. Das ist aber schön, Mami. So, kurz mal. Übliche Prozedere wieder hier. Du hast mir mein Bett gemacht. Kann ich mit dir auch nicht reden? Und wie ist es euch ergangen? Franny, was machst du so? Ich habe einen netten kleinen Bürojob, der uns einigermaßen über die Runden bringt. Und ich bin dabei, Papas Schulden abzuzahlen. Gut, dass es nicht gerade lange gedauert hat. Wir jetzt nicht darüber reden. Okay, nicht darüber reden, dann. Geh mal ins Bettchen. Eh, um schlafen zu gehen. Null, ist okay. Licht aus, warte, Licht müssen wir nicht ausmachen. Zeig, wir wollen ja in Ruhe schlafen. Braucht man kein Licht dafür. Ja. Wenn wir Strom sparen hier, sind ja schon relativ Das ist morgen warm. Früh. Schlaf gut, mio bambino. Mio bambino. Ich muss noch flecken, ey. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. So. Jetzt ist das wieder clean da oben. Wir müssen uns also eine Wohnung suchen. Erstmal müssen wir zum Schrank. Ein paar Sackklotten holen, die Lederjacke. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich gehe zurück und werd wieder angeschossen? No. Siehst du, Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit diesem Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Papalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm. Okay, Mama, ist gut, ich versprech's. Grazie a Dio. Aha, wir sollen also hart arbeiten wie unser Papa. Okay. Erstmal richtig einen reindrücken ins Klo, geht ja nicht. Schade. Erstmal raus hier. Das Piep muss anmachen hier. Dann macht er gleich die Tür zu hier. So, was ist jetzt hier los? Ist mir scheißegal. Was ist denn hier los? Hey, versprech's. Was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch. Nee. Ach ja? Komm her, Kleiner. Dir werde ich's zeigen. Ach, Frauen, losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast. Vito, bitte, du machst alles nur noch schlimmer.
mit. Halt, ne? Wenn sich mit meiner Schwester anlegt, der kriegt gleich direkt aufs Maul. Das wird euch noch leid tun. Verlasst euch drauf. Was zum Teufel wollte der? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm jetzt, sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt es dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? $2,000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück. Sonst ist ja nicht so viel. Müssen wir noch mehr zahlen? So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht. Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Ich schaff das aus der Welt. Ich verspreche es dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Jetzt brauche ich auf die Schnelle zwei Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Joe, der alte Gangster. Ja, ja. Tab rufst du die Karte auf. Aha. Da ist der Burgerladen. Irgendwo war doch hier auch so ein... Wo sind die anfangen, Alter? Bloß nicht anfangen, meine Freunde. Er jetzt wieder. Das hast du mich erst vor 10 Sekunden gefragt. Was hast du denn eigentlich dauernd? Ich weiß doch, was auch Xbox-Version. Also es hier, ja, Sachen gibt. Ich werde mal ganz kurz umstellen. Irgendwie zieht das Ding auch mal optimal hier. Im Mann ist es auch kalt. Wo ist jetzt die Familie endlich? Ja, wir müssen ein bisschen mit der Grafik spielen. Machen wir das hier aus. Das zieht manchmal noch ganz viel. Ich werde längst fertig sein, wenn du mir helfen würdest. Ändert sich gar nichts, ne? Lassen wir das mal an. Egal, wir ziehen dafür ein bisschen rüber hier. Hast schon, also der anderen hier. Mittel, so. Ist das Ganze ganz gut. Ja, ja, Physik. Ich nörgle überhaupt nicht drum. Ja, wenn du mit dem Schraubenschlüssel so geschickt wärst wie mit deinem Mundwerk, wäre die Scheißkarre längst... Was haben wir hinten in der Ecke noch? Tante, die am Rauchen ist. Ich weiß, wie gesagt, was hier gleich noch irgendwas zu quatschen gibt. Klar. Ethelsmann Frank, der ist Kampfpilot. Und Manredsmann Charlie, der steuert ein U-Boot. Ich warne dich. Mein Mann? Och, der ist untauglich. Er arbeitet in einem Gemüseladen. Ha. Weißt du was? Reparier die Karre doch selbst, du blöde Schlampe. Reparier ich ihn mal. Brauchen Sie Hilfe? Hoffentlich beherrschen sie es besser als mein Ehemann, diese Null. Na klar, denn der Vito. Zack, da eine Schraube. Da läuft die Kiste wieder, ist doch klar. Zack. So, das war's schon. Ich musste nur hier und da kurz mal fummeln. Wirklich? Vielen Dank auch, schöner Mann. Keine Ursache. Da kommt die Bullerei. Hey, bin ich vielleicht durchsichtig? Bisschen Tempo hier machen. So, dann kommen wir hinter das so.
hoch hier. Ich würde sagen, die leuchtende Tür ist das bestimmt. Oder? 100 Pro. Ich glaube, der Rixker wohnt doch hier oben irgendwo. Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, wo Joe Barbro wohnt? Ja, hier in der Ecke. Ich weiß doch, wo. Jetzt kommt's gut, ich weiß genau, was jetzt noch passiert. Hey, überhaupt nicht. Warte mal, schöne dicke exzessive Partys. Ekelhaftes Schwein. Hab die Miezen hier auf dem Rückweg von der Bar aufgerissen. Ich warte schon auf dich. Okay, Mädels, Schluss für heute. Ich hab zu tun. Kommt morgen wieder, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Hopp, hopp. Komm schon, Joey. Warum denn aufhören, wenn wir jetzt alle unseren Spaß haben können? Der Spaß ist vorbei, Schätzchen. Ein andermal. Vito und ich haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben eine Menge zu bereden. Tja, da scheint es ja ganz gut zu gehen, alter Junge. Kann ich klar. Mann, diese kleine spanische Hexe ist verdammt scharf. Wie war's zu Hause? Nett. Allerdings war Mama nicht gerade begeistert, als ich deinen Namen erwähnt habe. Du weißt, wie sie ist. Ich soll mir einen ehrlichen Job suchen. Und, tust du's? Keine Ahnung, aber ich werde ganz sicher nicht denselben Fehler machen wie mein alter Herr. Ich zahle seine Schulden, komme auf die Beine und suche mir eine eigene Wohnung. Aber mit Fabrikarbeit mache ich zu wenig Kohle. Hey, du kannst erstmal bei mir bleiben. Und wir finden einen Job für dich, mit dem du ordentlich Geld verdienst, ohne dich krumm zu arbeiten. Klingt vielversprechend. Von 20 Kröten Stütze in der Woche kann ich leider nicht leben. Ich kenne Leute, die zahlen sehr gut für gewisse Dienstleistungen. Und für meinen besten Freund kann ich da sicher was einfädeln. Anständige Arbeit ist nur was für Idioten. Du sagst es. Als erstes muss ich dich Giuseppe vorstellen. Dort holen wir die Entlassungspapiere ab. Los geht's. Mal dann. Du hast in nur 3 Jahren genug Zaster für all das hier gemacht? In den letzten 3 Monaten. Und ich hatte noch nicht mal Zeit, mich richtig einzurichten. 3 Monate? Scheiße. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Aber du hast Glück, Alter. Du kennst mich. Ja, manchmal. Das ist bestimmt Glückssache. Und, weißt du schon, was du machen willst? Oh. Du hast gesagt, du willst mich diesem Giuseppe vorstellen. Bam! Pass doch auf! Oh, es gibt ein bisschen Gas hier. Wir wollen ein bisschen schneller sein hier. Komm. Kenne ich dich? Nein, nein, nein. Ich meine mir allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du wieder hier bist? Nö, noch nicht so wirklich. Warte auf mich. Ah, nicht direkt. Naja, das Übliche halt. Nettes Mädchen finden, Familie gründen. Das ist halt. Hey, für den kam es später noch Zeit genug. Jetzt sorg ich erstmal dafür, dass du ein bisschen lebst. Okay, na dann. Sag mal, könnte ich vielleicht... Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern einen Jeep. Was ist denn Jeep? Das... Vergiss es. Lässt du mich nun fahren, oder was? Okay, okay, klar, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Klar, hallo? Okay, wenn es richtig saukalt ist, gibst du ein bisschen mehr Gas als normal. Das ist das Pedal da rechts. So weit. Ich weiß, Joe, ich weiß. So. Okay, und jetzt rechts abbiegen. Dann eine Weile geradeaus. So very nice. I'll hold your hand. They're just like my ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your name? Keine Zeit, auf ihn zu warten. Now really, hey, langsam, nicht so schnell. Nicht, dass wir von den Bullen angehalten werden. Okay. Hey, Vito, weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell. Woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Schön wär's, aber wovon soll ich das bezahlen? Wer sagt, dass du es bezahlen musst? Keiner. Wir haben ein bisschen Tempo hier. Ja, du hattest recht. Wir haben dir da drüben wirklich das Autofahren beigebracht. So hat alles sein Gutes. Was ist denn hier los?
sie mal den Weg laufen müssen, ne, wenn ich hier rüber will. Okay, hier ist ein Auto oder was? Das wäre cool. Huhu, schau dir das Schätzchen mal an. Schick. Ein 42er Jefferson. Es wäre eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Machen wir doch glatt. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles, sogar gefälschte Waffenscheine. Guck mal rein, Giuseppe. Ich habe einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safe-Knacker in ganz Empire Bay. In Ruhestand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie, war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Armee wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du, was habe ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere wieder. Gerne. Na, wir brauchen noch einen Satz Dietriche. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Hier im Shop nur aufzurufen. Ich wahrscheinlich, oder? Zack, ja, okay. Und zack. Grazie, du kannst sie gleich mal ausprobieren. Hier, nimm das Schloss hier. Du musst den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte anheben. Okay. Mit dem Spanner hältst du die Stifte einen nach dem anderen fest. Wenn alle Stifte in Position sind, drehst du einfach den Spanner und das Schloss geht auf. Kinderspiel. Ja, das ist jetzt noch relativ leicht, aber nachher wird das voll kompliziert. Dann mach's mal gut, Giuseppe. Kinderspielen, ha? Keine Angst, du kriegst den Dreh schon raus. Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Willst du den Wagen immer noch knacken? Klar. Was, Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. Auf geht's. Und da ist er. Zack. Tatverdacht, Autodiebstahl. Drück drauf. Ja. Alles klar. Stellen Sie den Motor ab. Autodiebstahl im Gange. Ja, es ist noch nicht vorbei. Schütteln Sie ab, schnell. Roger. Und schon nicht weg. Und weg von hier, ey. Gut, scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Schöner Wagen. Ich glaube, den behalte ich. Gut, wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht so, Leute, das war wieder eine tolle Folge, beziehungsweise die erste Folge Mafia 2. Eine neue Let's Play-Reihe von mir. Ja, Tomb Raider ist ja nun leider vorbei jetzt, also brauchen wir ein bisschen neues Stuff. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und vielleicht wollt ihr meinen Channel abonnieren. Vielen herzlichen Dank.